Servus, ihr Swansinnigen. Heut möchte ich euch mein Lieblingsgetränk zeigen. Mein Lieblingsgetränk ist der Dr. Pepper. Der Dr. Pepper kann man entweder in der Dose oder in der Flasche kaufen. Ist eigentlich Wurst, schmeckt beides gut. Heut möchte ich euch zeigen, warum der Dr. Pepper mein Lieblingsgetränk ist. Zuerst schenken wir es einmal ein. Dazu müssen wir die Dosen erst aufmachen und schütten wir da rein in das Glas. So, und da könnt ihr das schon sehen, wie lecker das ausschaut. Das schaut aus wie Cola. Der Dr. Pepper ist noch nicht so bekannt in Österreich, wie ihr das gern hätte. Ich hätte schon gern, dass das mehr Leute kennen würden, dann würde man es auch einfacher bekommen. Jetzt fragt ihr euch, ja, was ist denn das so gut von dem Scheiß? Ja, das kann ich euch sagen. Das schmeckt erstens ultra lecker, weil jeder schmeckt was anderes raus. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Ich finde, das schmeckt auch lecker. Jeder schmeckt halt was anderes. Manchem schmeckt so, der andere sagt, schmeckt so. Ich finde, es schmeckt gut. Aber das Beste ist, und das kannst du mir nicht erzählen, das kannst du mit keinem anderen Getränk machen. Und zwar kannst du die Marshmallows reinwerfen. So. Und dann kannst du das mit Twiglets essen. Ungefähr so. Und ich meine, das schmeckt urlecker. Das könnt ihr mit keinem anderen Getränk machen, ja? Ich nenne das dann Dr. Pepper mit Marshmallows und Twiglets, ja? Und es schmeckt urlecker. Also würde ich sagen, probiert das einmal aus. Das ist urlecker, macht was draus und servus. Der Dr. Pepper ist echt urlaub und macht gut. Servus.